Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen TPA Season 2 Video auf meinem Kanal Tea Party. Ich bin da. Der Nintendo. Ja. Der, Der singende Boss. Es ist der singende Boss, der da ist. Spieltag 9 gegen Wattys Waffles. Wir sind wieder live dabei, nachdem es letzte Woche ein paar Audio-Probleme gab. Ich hasse mein Leben immer noch dafür und es eine sehr, sehr provisorische, spontane Nachkommentierung gab. Damit das Video auch noch spontan online kommt. Ich hoffe, es hat geklappt. Ja. Ich glaube, es hat geklappt. Und ich hoffe, euch mit der Gesang gefallen, bitte. Ja, stimmt. Schreibt nochmal darunter. Wollt ihr eine Vollversion von I Need a Slowbro? Ja, mit allen TPL-Teilnehmern. Genau. Wenn ja, dann schreibt es uns in die Kommentare. Ja. Geht auf unserem OnlyFans-Account. Nein, ihr könnt auch gerne in den Discord beitreten. Dies, das. Wir kommen jetzt zum Spieltag. Unser Team Scorebet Union. Wir sehen wieder unsere 12 Supermons. Wer sie nicht kennt, sollte die letzten Spieltage ein bisschen nachholen. Wir können dann noch mal kurz durchgehen. Wir haben ja noch 10 Minuten bis zum Kampf. Ja. 15, sorry. Nee, aber wir sehen halt unsere klassischen Standard 12 Pokémon und können jetzt ein wenig über das Gegnerteam reden. Wir haben uns jetzt die letzten 2 Tage, heute und gestern, ein wenig sehr damit befasst, ne? Was so unsere Gegner haben. TJ, willst du mal anfangen? Was sehen wir im S? Ja, also wir sehen als erstes den Breaker im Arsch schlechthin, das Amon, was, also es gibt noch keine Season in Pokémon, keine Draft League, in der Grabbit noch nicht weggegangen ist, weil das Ding böllert, es hat gute Coverage und es trifft super viel hart. Hab ich nicht gefragt, was die im S haben? Dann gibt's noch dieses Pokémon, was in keiner Draft League fehlen darf, es ist Togekiss im S. Dieses Ding ist einfach super, super vielseitig. Mit dem 80er Speed ist es wieder bei diesen ganzen Mons hier. Ja. Bei Grabbit, also die haben ziemlich viel in diesem 80er Speed-Bereich. Was sehr viel ich finde halt, sie haben sehr viel im 60er, 70er Bereich und 80er, 90er ungefähr. Ja. Aber was sie auch noch haben, ist halt ein Mon, was ein bisschen schneller ist als 100, glaube ich. Ne? 180, wenn ich mich irre. Nämlich, kein Bulky Water, aber trotzdem ein speziell offensiver Water-Type, nämlich Kaidio. Yeah. Nee, Kaidio ist halt ein Setup-Monster, kann man auch schön Scarf spielen gegen manche Teams, uns, vielleicht lieber nicht. Aber insgesamt, Kaidio ist halt gegen uns vielleicht nicht das stärkste Mon, einfach weil wir Anti-Setup, Anti-Choice sind. Weil Choice können wir gut punishen, Setup funktioniert gegen uns eigentlich gar nicht. Ja. Wir haben einen Manectric. Und wir haben, wir haben einen Manectric, das ist halt auch so eine Sache. Ja. Ist halt immer noch kritisch. Dann das Aranestro war es. Aranestro, ich bin kein richtiger Fan von dem Mon, aber ich weiß, es kann was. Es kann, glaube ich, Sticky Webs legen. Es ist ein etwas defensiverer Water-Type und greift, glaube ich, physisch an. Ja, also das kann sowas wie Blutsauger, was halt nice ist, weil das so Gigasauger mit Stab ist. Mhm. Und physisch. Ja. Und das trifft sowas wie Slowbro gut, deshalb, das wäre auch das Einzige, wo er mitkommen könnte, weil er wird halt echt hart getroffen von unserer Offensive. Das Chandelure, das Skelabra, so hieß es. Das trifft super, super gut. Das trifft uns halt wirklich insane, besonders mit Specs, was wir hier erwarten werden. Insgesamt ein sehr, sehr offensives Mon, kann potenziell und eigentlich fast alles von uns rausnehmen. Ja. Außer vielleicht jetzt ein speziell defensives Pixie zum Beispiel oder halt oder Miltank, weil Miltank halt ein kompletter Counter dagegen ist mit Fickfett zum Beispiel. Fähigkeit und Immunität gegen die beiden selbst. Also es ist halt. Gegen Miltank hat das ein schweres Matchup. Apropos Miltank, das ist ja ein B-Tier. Pokémon, kommen wir zu deren B-Tier. Wir sehen erstmal in der Mitte ein schönes Shadrago. Shadrago ist halt ein schöner offensiver Dragon-Type. Und ich glaube sogar. Finde ich das beste Dragon im B. Es gibt da, glaube ich, nur 2 richtige. Ja, Stealth Rock hat das auch noch. Stealth Rock, es ist ein Mold-Break-Mon, zu vergessen. Ja. Das ist das einzige Pokémon, was in der Theorie unserem Pixie mit Setup gefährlich werden könnte. Ja. Auch wenn es immer noch ein Dragon-Type ist und deswegen wieder ein bisschen rausgenommen wird in dem Fall. Ja, und wir haben noch ein Skarmory, also in unserem Team und ein Slowbro und dagegen anzukommen, auch mit einem Dragon Dance Intus, wird schwierig. Das Stardust ist halt so eine Sache, es ist der zweite Ground-Type und deren Steel-Type insgesamt. Defensiv, eine Bombe. Es hat Body-Press, das macht es noch geiler. Das Problem ist, es ist sehr langsam und speziell kann man es halt sehr, sehr gut punishen, zum Beispiel mit Celesteel. Celesteel kriegt das Ding eigentlich speziell auch gut down. Ja. Und davor müssen sie aufpassen, weil das checkt auch ihr Togekiss eigentlich recht gut in der Offensive. Aber Problem ist, es tankt halt trotzdem viel auch speziell.
Ja, aber nur wenn es speziell defensiv ist, muss man dazu sagen. Mog also, ist halt die Sache, Levitate nervt. Gift-Typ ist halt absolut ekelhaft. Ja. Aber insgesamt kriegen wir das Ding eigentlich gut gehandelt. Ja, würde ich auch sagen. Tangela ist halt so eine Sache. Das Ding ist halt ganz geil, tanky, so mit Evolied. Nur ich sehe es halt gegen uns so komplett nicht. Wir nehmen das ja komplett raus, weil unsere Offensive halt okay ist. Und wie gesagt, alle Tipps, die unsere Gegner bisher erhalten haben, war, spiel nicht passiv. Und Tangela ist passiv. Ja, eigentlich gegen uns offensiv zu spielen, kann eigentlich der Weg zur Lösung sein, wenn wir zu passiv sind. Weil wenn sie stolen, dann können wir noch viel mehr stolen mit so. Weil wir halt ein sehr defensives Team haben. Defense gegen unsere Defense ist eigentlich int. Das einzige Team, was gegen uns defensiv spielen kann, ist Nervensägen. Dazu kommen wir aber an anderen Spieltag. Die können auch nur defensiv. Dann deren ein Fabi-Pokémon im D, keine Ahnung, was es macht, keine Ahnung, was es kann, ist einfach nein, sollte nicht mitkommen. Ja, die Antrie ist halt sowas, wir müssen aufpassen, wenn wir die focken, dass wir dem keinen +2 Boost geben wegen Siegeswille, aber ansonsten. Ob der so gefährlich wird mit Skarm und mit Pixie ist halt so, auch wenn der +2 ist, Pixie ignoriert das. Ja, aber das hat immer noch Iron Head, also. Ja, aber trotzdem, Pixie kann so, vielleicht hat sie einen Counter dieses Mal dabei, wer weiß. Blitzer ist halt immer so das Opfer der HPs, da sie nicht mehr drin sind. Deswegen, und keine Ampelleuchte. Und keine Ampelleuchte bedeutet, Blitzer hat eigentlich nur noch Shadow Ball und Step Moves. Wenn wir ehrlich sind, bedeutet das Ding sehen wir auch weniger wegen Manectic, welches es sonst einen Free +1 Boost gibt und dann ist eh vorbei. Ja. Und wieder ein Gegner mit 2 Evoli-Entwicklungen. Wir haben noch Glaceola. Glaceola ist ein sehr guter Ice-Type im C. Ich glaube auch der begehrteste Ice-Type im C gewesen im Draft. Ja, weil das hat ja sogar sowas, also Batten Pass oder eine U-Turn für Arme. Also insgesamt. Ein solides Team. Und was wir dafür dabei haben, können wir euch auch jetzt zeigen, indem ich jetzt erstmal 2 kleine Dinge mache. Also insgesamt finde ich, dass wir eigentlich ein okayes Matchup haben, würde ich sagen. Also ich glaube, wir haben nicht das beste Matchup, aber wir haben auch kein schlechtes Matchup, muss ich sagen. Nee. Wirklich. Nee. Es ist nicht so schlimm wie zum Beispiel gegen fucking Mammoth war sehr schlimm. Übrigens sehr liebe Grüße von Robin. Hallo Mama, ich bin im Video. Perfekt. Sollte ich nur kurz einmal ausrichten. Das ist absolut wichtig. Okay. Unser erstes Set. Wir fangen an mit Manectic. Lahm auch schon mal Manectic ist aber wieder krass dabei hier mit seinen tollen Attacken, die wir noch nie gesehen haben mit Volt Switch und Thunderbolt. Aber wir haben dieses Mal Flamethrower und Overheat dabei. Wir haben bisher noch nie Overheat gespielt und deshalb ihr Switch in vielleicht, keine Ahnung was, Stalos mit AV oder speziell defensiv, dann tankt das schon ordentlich viel Hits und denken sich so, oh, 2 Flamethrowers reichen nicht, wir können Rocks legen und wir können EQ drücken. Aber jetzt haben wir extra die Overheat dabei, damit eben genau das nicht passiert. Also Overheat haben wir eigentlich nur dabei, falls ein Flamethrower nicht reichen sollte, damit Overheat tot, das ist in mehreren Fällen vorgekommen. Da wir aber uns nicht immer auf ein -2 verlassen wollten, haben wir uns dafür spielen einfach beides. Wir spielen einfach, falls wir einen Mon Safe rausnehmen wollen, spielen wir Overheat. Falls sie dann halt rausgehen wollen, müssen, wie auch immer. Und Toxic haben wir halt nicht gesehen, weil ihre Switchen sind. Die Switchen ist eigentlich immer Stalos. Und deswegen, wenn sie halt einen Toxic sehen. Und deswegen werden wir halt immer, wenn wir halt Gravit oder Stalos erwarten, immer Flamethrower drücken. Den Schaden angucken und dann wahrscheinlich auf Overheat oder rauswechseln. Ja. Dann ist Pixie. Pixie ist speziell defensiv. Tatsächlich ein normales Pixie. Mit Wish Protect, Moonblast und Ice Beam. Kein Setup, alles normal. Wir haben Unaware gegen Setup. Den Ice Beam brauchen wir einfach für vieles. Den Ice Beam brauchen wir für Grabbit und für Togekiss. Den Moonblast halt für Shadrago zum Beispiel. Oder halt gegen Kaydeo. Und insgesamt kann Pixie vieles 1v1, was Spezielles, wie Togekiss, also alles, wie, was Spezielles. Eigentlich alles, was Spezielles, verliert gegen Pixie. Ja, außer Specs, Smogmog. unser Miltank. Ich übernehme mal. Oder, nee, Miltank darfst du sogar sagen. Miltank ist dein Set. Miltank. Also, Hexothete hat ja gegen Vartis verloren wegen Para Flinch. Und zu Para Flinch gehört Para. Deshalb spielen wir die Hebel gegen ihre Paras. Wir spielen einen Bulky. Miltank mit Speed, kein Angriffsinvestment, aber noch Death. Und der Plan ist, wir trappen Mon mit Whirlpool, sowas wie Grabbit und Lead zum Beispiel, weil wir schneller sind als Jolly Grabbit, als Fullspeed Grabbit, Fullspeed Skelabra und Fullspeed Togekiss.
Und wenn die sich denken, oh, ich kann free drin bleiben und für eine Attacke gehen, die werden jetzt Mittag doch nicht riskieren. Zum Beispiel, wenn sie mit Grabbit drin sind und zwei Dinger two-hitten uns halt, auch wenn wir full für Steph sind. Aber wir haben die K-Berry mit dabei, das heißt, wir gewinnen das 1v1 gegen physische Mons sehr gut. Ja. Und mit Whirlpool trappen wir. Und währenddessen, während die verzweifeln gerade, während sie in ihrem Pool feststecken, können wir noch die Rocks rauslegen, die sehr gut sind in diesem Spieltag. Also Mittag ist ein sehr guter Lead. Skarm ist halt ein klassisches defensives Skarm wieder mit Roost Defog, da wir halt über ja Skarm, ich wollte nur noch mal gucken, Mittag hat die Rocks. Ich habe gerade nicht richtig aufgepasst, weil ich Discord Nachrichten bekommen habe. Body Press, Roost, Iron Head und Defog. Wir haben diesmal die Flugattacke nicht gesehen, weil tatsächlich deren Flugschwäche nicht so krass vorhanden ist. Besonders mit zwei Ground Types ist halt okay. Ja. Wir wollten keinen Chip von Bravebird. Wir brauchten halt Skarm, aber wir brauchten halt Skarms Flugtypen, aber keinen Skarm Flugstep. Bodypress sieht dafür umso besser aus hier. Klar, Bodypress macht gegen einen Togekiss gar nichts, dafür ein Iron Head, deswegen haben wir es auch dabei. Und sollte zum Beispiel ein Flamethrower von Togekiss kommen, warum auch immer, oder halt ein Skelabra insgesamt, wir haben die Ockerberry dabei, falls der Sturdy nicht mehr da sein sollte und wir trotzdem noch einen Hit tanken wollen. Ja. Das ist wichtig, weil wir können dann in der Not, wenn wir zum Beispiel Tarnstein-Chip drin haben, U-Turn, Flip-Turn-Chip drin haben, haben wir noch die Ockerberry, falls sie sich denken, oh, Skarm mit dem Beulenhelm, das ist jetzt tot. Oder Grabbit, wenn es Fire Punch Adamant Choice Band ist. Und da haben wir unser heutiges Shiny, unser Imposter, unser Zoroark. Nämlich ein Choice Guard Zoroark, wieder speziell. U-Turn, so als Momentum-Move, Dark Pulse, Sludge Bomb und Focus Blast. Wir spielen Focus Blast. Ich bin kein Fan davon, aber es ist halt so. Wir brauchen den Focus Blast einfach, weil wirklich Kampf ein sehr geiler Typ ist und Hitmon einfach in dem Spieltag nicht nice aussah. Ich bin ehrlich, tut mir leid. Aber Sludge Bomb ist halt sehr wichtig für Togekiss, für vieles andere. Und der Dark Pulse ist halt. Und Dark Pulse ist halt einfach unser Step, den wir brauchen. Ja, der Step vor allem gegen Scarf Sklaver. Gut, wir wollen einen Scarf Grabbit Revenger, weil den haben wir nicht. Ja. Ist da. Und wir wollen einfach einen schnelleren Scarf. Und die Scarfs, die wir sehen, sind alle langsamer als das. Und wir können ja sogar Modest spielen, weil Zora, der fast ist. Das Rhydon möchte ich nochmal kurz vorstellen. Ist ein Focus Sash Rhydon, was potenziell sollte das gut aussehen und zum Beispiel Kaidio nicht dabei sein, ist das wahrscheinlich unser Lead, da wir einfach First Turn Rock Polish drücken und irgendwas Damage machen. Der Superpower ist dabei, um Grabbit oder Stalos einfach wegzuballern. Stalos jetzt nicht, weil es halt noch leider den Sturdy hat, aber bei einem Grabbit Lead drücken wir halt Rock Polish. Die drücken, machen uns runter und auf einmal drücken wir Superpower und das Grabbit ist tot. Gehen halt ein, dass wir auf minus 1 kommen, weil wir halt einfach Superpower drücken wir nur im Notfall, wenn wir einen Mon tot haben, weil wenn es nicht tot wäre. Also vor allem den Trade Grabbit gegen Rhyperior Angriffsdrop nehmen wir halt hin. Rhydon. Und ich weiß, ob die mit, Rhydon, den Trade nehmen wir halt hin, falls sie überhaupt Grabbit reingehen oder drin bleiben, weil mit Evolite für Steph tankt das auch ein Hit von Grabbit und boxt ihn dann um mit Superpower. Also das müssen sie schon auf dem Schirm haben. Aber wir müssen abwarten vor Quick Attack. Das stimmt. Deshalb. Und deswegen möchte ich jetzt sagen, wir sehen uns gleich nach einem Cut beim Kampf, der ja direkt schon in 2 Minuten ist. Perfekt getimed übrigens, ne? Und wir sehen uns dann gleich. Wir sind wieder da und es ist Kaidio nicht dabei. Es ist Togekiss nicht dabei. Togekiss ist nicht dabei. Ja. Oh mein Gott, ist so arg unnötig. Oh mein Gott, sie haben Smogmon dabei. Das habe ich... nicht gehofft. Aber was machen wir gegen Smogmog, ist die Frage. Ich weiß nicht, aber wir haben komplett Teambuilding gehabt. Nein, ich bin ehrlich, ich hab dir gesagt, paring was gegen Smogmog mit. Und du so, nee, haben genug. Haben wir genug? Aber was hat Smogmog für Schwächen? Was hat Smogmog für Schwächen? Ey, das ist... Und wenn sie... Ich sag, die spielen wir bitte, oder? Ja, müssen sie. Na, vielleicht bieten sie auch kein Rhydon. Aber guck dir mal an, wie geil Rhydon gerade aussieht. Haben wir eine Psycho-Attacke dabei? Nein. Mogmod sieht halt insane bei denen aus. Es kriegt so gar keinen Schaden. Ich weiß, außer vom Manectric, wir können das Ding aber trappen. Und wir haben Heal-Bill, denk dran. Normales Mogmog Psycho-Boden. Wir haben, Boden leider nicht mehr. Boden leider nicht mehr. Ich sehe eigentlich schon den Rhydon
Ja, wir gehen hier in den Ride-On-Lead, weil die werden nicht mit Aranestro leaden. Was haben sie denn für Leads? Aranestro könnten sie leaden, das wäre halt die Sache. Da wäre halt Ride-On kompletter Int. Aber ich würde trotzdem Ride-On sagen, tatsächlich. Wir können auch mit Zoro auch leaden. Warte, ich guck mal kurz, wie wir einen Blitzer machen. Ah, Blitzer-Lead? Blitzer One hätten wir einfach. Obwohl, Blitzer ist aber schneller. Nee, also, stimmt. Also, du meinst mit Zoroark? Ja. Aber mit Zoroark wird es schwer, das zu one-hitten. Aber es ist nicht so tanky, glaube ich. Okay, Jolteon. Naja, Was ist? Das, also, es ist ein Two-Hit. Okay, yay. Also, ich glaube. Entweder. Ich würde tatsächlich entweder sagen Miltank oder Mizzet und ich würde sagen Mizzet. Ich sag nicht, dass sie mit. Wenn Aranestro kommt, ich will mal kurz. Wie heißt das Ding nochmal? Leute, achso. Ich mache euch mal ein bisschen den Screen größer. Tut mir leid, das habe ich jetzt wieder vergessen. das muss ich halt immer wieder machen, weil ich es wieder zurückschraube sonst. Alles gut. Araquanid. Araquanid. Ja. Araquanid. Nee, falsche Seite. Rechte Seite. Ja, wir sind schneller mit Raiden übrigens. Das. Normal? Ja, und wir one-hitten einfach mit Stone Age. Warte mal kurz. Wir können mit Raiden. Ja, ich glaube, wir müssen mit Raiden leaden. Wir müssen eigentlich mit Raiden leaden und wir können gegen das Ding. Übrigens. Hier, mach ich mal kurz. Nee, da passt schon. Gegen das Ding können wir einfach Freeze Rock Polish drücken oder. Aber nee, kommt einfach Blitzer rein. Das Ding. Drücken wir einfach auf Stone Edge. Ja, ja, ja. Okay, und Rhydon. Rhydon. Haben sie was gemacht? Genau, warte. Ich will jetzt mal kurz was. Ich muss jetzt. Wir müssen ja Zoroark tauen. Zoroark in dem Spieltag. Ich bin immer noch für Manectic. Aber Manectic macht halt diesen Spieltag gar nichts außer gegen Aranestro, oder? Also was wollen die denn in Zoroark gut reinwechseln? In Zoroark wollen die wahrscheinlich Smogmog. Tatsächlich Smogmog. Smogmog wollen die da rein. Okay, dann müssen wir irgendwas tarnen, dass Smogmog nicht gern rein switcht. Smogmog heißt wie nochmal auf Englisch? Weezing. Ja. Weezing, normal, defensive, are you? Wir machen halt mit Stone Edge nicht genug. Die können dann mit Pain Split hochgehen. Ja, Whirlpool wäre halt witzig. Manectic macht die Two-Hit, das ist ganz cool. Ja. Skarm, nee. Zoroark. Zoroark Two-Hittet die halt, ne? Mhm. Also Zoroark sieht hier eigentlich echt nice aus mit Dark Pulse. Fuck my life. Die haben keinen Switch in den Dark Pulse, no shit. Ja, also wenn einmal Skelabor drin ist, die Rocks sehen auch wieder super geil aus. Die haben nämlich keinen. Ich würde sagen, Zoroark als Manectic irgendwie. Ich fühle das. Wirklich? Weil, guck mal, jedes. Zoroark kann halt dieser. Oder Zoroark als Miltank. Ich glaube sogar Zoroark als Miltank, weil dann müssen die ihre Defensive reinzwitchen. Komm. Okay, also Pixie, Zoroark, Deckenlampe. Pixie, du meinst Rionja. Robin als letztes Miltank, richtig? Rhydon als erstes, ne? Ja, als letztes aber Miltank. Ja, als letztes Miltank. Okay, nice. Rhydon kommt. Wir haben einen vorgefertigten Lead. Quali, komm. Okay, wir drücken Stone Edge. Wir drücken einfach Stone Edge. Immer Stone Edge. Ja. Wenn sie in Stalos gehen, können wir danach Fax machen. Ja. Wir haben dann immer noch den Stash. Ich weiß halt nicht, ob sie vielleicht. Könnten halt. Die sind halt potenziell langsamer, die können aber auch schneller sein, wenn sie. Ja. Ich also Stone Edge. Ich drücke jetzt hier Stone Edge, oder? Weil ja, in dem Fall. In jedem Fall drückst du hier Stone Edge. Und wir haben gekrittet. Ja. Es hat sogar gekrittet, aber es hätte eh gekillt. Okay, oder? Erster Kill. Okay. GG. Okay, ja, das weg. Dann. Das schon mal sehen, ne? Ja. Behorn. Ein Feuerplan. Wahrscheinlich Sticky Web legen. Ich hab dir gesagt, das sieht gut gegen uns aus. Also, sie haben halt nicht erwartet, dass wir halt schneller sind. Sag ich dir ehrlich. Nein. Ich glaube, sie dachten, wir wechseln raus, weil. Warte, Full Fisted, ja? Araquanid. Tank, glaube ich, ein Stone Edge vielleicht. Full Fisted, Araquanid, warte kurz. Oh ja, wenn sie Bolt sind, dann hat der Crit gerade gemeddert. Hat der. Nein, oder? Wenn sie Full Fist-Dev Bolt sind, dann hat der Crit gerade gemeddert, weil wir hätten maximal 95% gemacht. Wenn sie Full Fist-Dev sind, und ich glaube, sie könnten ja auch offensiv sein, so ist nicht.
mit Band oder sowas. Weil Band Water können die ja eigentlich free spammen, oder guck dir mal das Team an. Wenn das gemeldet hat, dann tut's mir so leid, ne? Wenn die gerade auch. Also wenn das gemeldet hat, ja, aber ich glaube, sie hätten in dem Turn Sticky Whip gelegt. Obwohl, es hätte trotzdem keinen Männer 25%. Das wäre eine Roll gewesen. Obwohl, nee, Bolt nicht, stimmt. Ja. Obwohl, nee, wenn würden die Impish haben erstens, weil die sind physisch, ne? Ja. Ja, sie wollten. Ja. Ich weiß halt nicht, ob die Full Fist Staff sind mit dem Ding. Wenn wären die, glaube ich, sogar Spätstaff für Manectic, aber. Oder Pixie, ja. Aber über Aquaranid müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Gegen. Ja. Übrigens, Weezing. Wir könnten halt potenziell schneller als Weezing sein. Und ich bin ehrlich, gegen Weezing, ne? Ja, die switchen hier übrigens gerade nichts mehr rein. Ich weiß, die sind gerade so ein bisschen am Überlegen, das verstehe ich auch. Ja. Deren weil ihre Ground Resist ist gerade auch übrigens. Deren Ground. Raiden könnte hier auch echt cool Faxen machen. Und wir müssen nur aufpassen, Weezing kann Willow. Also Weezing kann Willow. Weezing ja, kann Willow. Wenn Weezing reinkommt, würde ich gerne rausswitchen. Aber auf was? Es kommt Grabbit. Es kommt Grabbit, wir drücken. Superpower. Wir hatten hier gesagt, 100% Superpower, ne? Ja, weil Quick Attack. Sie können Sash sein. Choice Band, Superpower. Ja. Wir drücken hier zu 100% Superpower. Smackdown. Und der Superpower. Der nice. Geht, okay. Zwei wichtige Monster down. Oh mein Gott. Gut, Pixie sieht gerade sehr geil. Ich glaube, die haben aufs Garm predicted. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Ja, sie durften hier doch nicht predicten. Also wirklich nicht. Alter, das sieht gerade insane aus. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Heute und zwei Kids, Rihorn. Naja, das, ich habe ja gesagt, es sieht echt nice aus. Aber wieso haben sie das gerade gemacht? Haben sie keinen. Was ist das für ein Weezing? Frage ich mich gerade, weil sie hätten einfach doch free jetzt auf Weezing reingehen können. Wieso jetzt Scarm predicten? Weil mit Evolite, Full KP, killen die uns ja nicht safe. Übrigens, was war das für Grabbit-Schaden? Ah, übrigens, sorry. Ja. Ich muss gerade ganz kurz was berichtigen. Also Smackdown kein schlechter Play, aber wenn sie Smackdown spielen, dann waren sie nicht Choiced. Das ist schon mal sehr schade. Weil Choice Scarf hätte ich Scarf gemocht. Also sie waren halt irgendwas, sie waren halt Smackdown, weil Smackdown sehe ich halt auf keinen Fall. Die haben halt wahrscheinlich irgendwie versucht, unseren Flugtypen loszuwerden von... Ja, das heißt, sie waren wahrscheinlich... Aber sie haben halt auch Chartrago nicht dabei, die spielen nicht mal auf Paraflint. Nee, ich hab ja gesagt, das finde ich nicht wahrscheinlich, weil wir haben zwei Elektroimmunitäten, die super wahrscheinlich jetzt sind. Jetzt kommt Steelix rein. Jetzt kommt Steelix rein. Rhydon. Warte, ist das Setup Steelix? Dann. Setup Steelix noch nicht. Na, einmal an Iron Defense. Das Ding ist, wir sind jetzt auf minus 1, ne? Ja, minus 1 Death vor allem. Minus 1 Death. Glaubst du, wir sollten uns den noch den Jungen mal aufhören, weil der überlebt hat einen Hit von Blitzer, der überlebt hat einen Hit von Weezing? Ich überleg grad kurz. So, ich geh mal davon aus, dass die könnten halt Iron Defense sein, ne? Ja. Ich würde halt sagen, wir könnten jetzt halt hier in Miltank gehen. Ja, aber wenn sie Iron Defense Body Press sind. Oder wir gehen halt jetzt in Zoroark, aber wenn sie halt jetzt Bodypress drücken, ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Ich sag halt, die drücken jetzt EQ oder Bodypress, um uns halt zu töten. Ich hoffe, dass sie keinen Iron Defense sind, weil dann können wir ins Wir könnten halt aber auch Rhydon. Rhydon müsste halt ein. Also, soweit ich sehe, solange sie. Das Ding ist halt, wenn die Full Fist Death sind, sterben wir. Wenn die aber Spätz Death sind, ne? Dann können wir hier einen EQ raushauen. Okay, aber die Frage ist, wie viel machen nee, wir? Dann können wir zwei EQs sogar rauskauen. Ja. Und wir können halt wenigstens versuchen. Wir sind halt schneller, ne? Versuchen, vielleicht deren Sturdy zu brechen, wenigstens. Das will ich halt wenigstens machen. Dass wir halt danach einen Free Switch in vielleicht sowas wie Manectic haben, damit wir halt dann mit einem Overheat killen. Ja, würde ich halt jetzt hier. Ich würde jetzt hier EQ. Ich würde jetzt hier EQ drücken, in dem Fall, dass sie Iron Defense drücken. Weil dann können wir halt, wenn sie Iron Defense drücken, dann haben wir noch einen zweiten EQ safe. Und dann sind sie halt sogar im Flamethrower Range. Ja, oder Overheat vor allem. Ja, Overheat sind sie, glaube ich, sogar nach einem vielleicht. Ja, und dann gucken wir aber, wie viel defensiv sie haben. Also ich denke jetzt mal EQ, oder? Ja, EQ. Weil ich sage, wir haben noch genug Optionen gegen Blitzer. Ja. Das ist jetzt nicht das Problem. Ding raus aus Chandelure.
Chandler-Schnur! Drei Kids! Was? Wieso gehen sie denn raus in Chandler? Oh mein Gott, drei Kids! Das sieht gerade nach dem ersten 6-0 aus. Sie haben gerade ihre... Na, oder? Ey, wir kriegen doch jetzt... Die haben gerade ihre letzte gute Offensive weggeschmissen. Ey, die Offensive sieht halt gar nicht mehr gut aus. Die müssen... Ich glaube, es sieht nach dem 5-0 aus, wenn die jetzt wieder ins Steelix gehen. Nee, guck mal, in Blitzer können wir doch immer Necktrick und... Steelix kommt, jetzt drücken wir wieder... Wir machen das gleiche, wir drücken einfach EQ. Wirklich? Ich glaube, jetzt blicken die als Skarm. Also jetzt blicken die kein Skarm mehr, deshalb... Aber... Jetzt Skarm machen. Was ist Skarm machen? Selber Bodypress drücken oder was? Ja. I don't know, wenn die halt jetzt plus 2 Devs sind, dann macht halt Bodypress gar nichts. Unser Bodypress macht halt gar nichts. Aber unser Bodypress macht eh gar nichts. Ja, aber dann hätten sie doch das gerade gedrückt. Oder? Iron Defense. Ich würde halt gern deren Sturdy brechen. Gut, dann drücken wir Earthquake. Ja, mach. Gut. Wir können ja überlegen, das auch noch zu machen. Wir können halt einen Move noch abwarten. Wieso auch immer sie jetzt rausgedoppelt sind, ich fand das gerade überhaupt nicht im Play, weil wieso Scum predicten? Okay. Wir sind Raw. Oh mein Gott. Nein, oder? Oh mein Gott, es tut mir gerade echt leid. Oh mein Gott, es ist halt... Warte mal, ganz kurz. Erstmal, ich will den Damage angucken. Wie viel haben wir gemacht mit EQ auf minus 1, ne? 37%. Rhydon auf minus 1 Attack. 37% mit was? Mit EQ. Die sind... defensiver invested. Die sind nicht Witzdev, glaube ich. Also die müssen 37%. Oder? Ist. Die können. 37% ist eine Maxed Roll. Nee. Warte, hä? Es verwirrt mich gerade. Weil 37,2 ist halt bei Spätzdev. Ich weiß. Vielleicht spielen wir aber auch full KP, full Fistdev und dann noch Korm oder so. Ja, kann sein. Also ich was ich halt sagen kann. Hier, Manectic, ne? Wenn ich jetzt gerade Best Case. Wenn ich jetzt in die Mega gehe, Full Spätzdev. Wir können jetzt hier auf einen safen Overheat Kill gehen. Ja, wenn sie die Ockerberry haben. Ockerberry wird kritisch. Sag ich dir ehrlich, wird knapp. Ich sage, Bruder, weißt du was? Wir gehen auf 2 Flamethrowers, weil wir haben den Bedroher. Das killt niemals der Earthquake. Ja, sicher. Ich glaube, wir gehen jetzt auf Flamethrower zweimal einfach, oder? Okay, komm. Jotian kommt. Flamethrower kommt und wir gehen jetzt hier. Wir haben den Burn bekommen, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist halt. Die sind full speed death. Die sind. Oder? Nee. Das dieser Damage, come on. Das ist. Jotian, usage. Die sind full speed. Flamethrower macht die sind, auf normales Soul. Die sind. Full Speed Death? Wozu? Warum? Wie viel hat das gemacht? Das war 20. Immer noch. Ne? Oh, warte, die sind AV. Das kann sein. Weil der Full, selbst mit Full Speed Death hat das immer noch zu wenig Schaden gemacht. Das war gerade wahrscheinlich eine Min-Roll. I guess. Deuteon. Ne, warte kurz. Ich nehme mal anstatt Specs, nehme ich jetzt mal bei dem Assault West rein, ne? Ja, oh mein also, Gott. Die sind halt kein... Warte mal. Assault West, wenn die jetzt... Die sind... Was ist dieser Schaden? Entweder... Die sind... Warte mal, die haben 20%, ne? Ja, das hat 20% gemacht, der Flamethrower. Und das selbst mit AV, Full Speed Def, hat das immer noch zu... Macht Flamethrower immer noch mehr. Nein. Bei mir, AV, Full Speed Def hat Flamethrower... Ja. Warte kurz, was ist nochmal das... Die würden Korm spielen. Hat Flamethrower sogar zu wenig gemacht. Das heißt, die sind... Probably... Die sind nicht nur Full HP, ist halt das Problem. I don't know. Ich sehe halt in jedem Fall... Warum sollten wir jetzt hier nicht in Rhydon gehen? Ja, die sind auf jeden Fall defensiver angehaucht. Und Rhydon ist gerade einfach vom Free-Switchen. Warum sollten wir jetzt hier nicht in Rhydon gehen? Warum können wir nicht weiter angreifen? Oh, weil die vielleicht Grassnot drücken könnten. Warum wir nicht weiter angreifen? Das kann kein Grassnot. Dafür werde ich meinen Hintern drauf. Was kann das nicht? Nee, es kann nur Shadow Ball und Volt Switch. Guckst du nach nochmal? Oder ich guck nach schnell? Na, alles gut, ich guck nach. Okay.
Weiß nicht, hä? Nee, Nadelraket, Doppelkick. Wie ich sag, wir können hier. Wenn die. Du willst jetzt nochmal Flamethrower drücken, richtig? Wir können halt einmal Flamethrower safe drücken, glaube ich. Mal kurz so. Ich will halt nochmal einen zweiten haben, damit ich auch nochmal gucken kann, was das für ein Set ist. Mach mal bitte. Wirklich? Ja. Weil Overheat. Nein, Overheat auf Overheat jetzt auf keinen Fall. Wenn, drücken wir jetzt hier Flamethrower. Nein, ich musste gerade gucken. Was ist Quick Feed nochmal? Quick Feed? Ja. Das verdoppelt deinen Speed. Wenn okay. Also, es ist wie Adrenalin für Speed. Achso. Also, steigert um 50%. Also, du kriegst einen Scarf, wenn du geburnt oder getoxic bist. Also, es könnte sowieso schneller sein. Es ist so oder so schneller. Außerdem, nein, sie spielen World Absorb. Aber. Jetzt. Es drückt dann noch. Es gibt keinen Grund, jetzt nicht Flamethrower zu drücken, oder? Nee. Oder. Hey, es gibt keinen Grund, nicht Flamethrower zu drücken. Ich bin ehrlich. Warte mal, wollen sie das. Die wollen diese ganze Taktik. Fahren die sie um den Sub raus? Aber für was? Ich weiß nicht. Wenn sie jetzt Sub drücken, dann Flamethrower, nochmal Flamethrower und dann was dann? Ich weiß, die chippen sich halt immer weiter runter. Ja, also. Also ich sag, wir drücken einmal vor nochmal Flamethrower. Ja. Der Shadow Ball kommt. Macht nichts. 23. 20 bis 23 können wir machen. Okay, das muss ich jetzt kalken. Das will ich jetzt kalken. So. Sie sind auf. Die waren schneller, ne? Die sind Speed HP AV. Die müssen. Die sind Speed HP AV. Glaube ich. Na, die müssen auf jeden Fall timid sein. Die müssten eigentlich timid sein, ja. So, warte. Ich glaube, ich habe den Kalk. Flamethrower. Shadow Ball, nee. Die sind. Okay. Die können nicht. Nein, die sind auf jeden Fall. Die sind zu 100% Korn. Oder? Ja. Die sind. Also. Dann passt es noch nicht ganz. Dann haben sie, glaube ich, sogar. Ich glaube. Die haben darauf gespeedcreept, dass wir Modest gehen. Und. Wenn sie auf uns gespeedcreept haben, sodass sie auf 348 sind. Wenn sie so Genius waren in dem Punkt, ne? Und dann die restlichen Punkte gemacht haben, könnte es. Es könnte hinkommen, dass wir 20 bis 23 machen können. Die sind ungefähr Full HP Dings. Und ja, hier ja. In dem Fall drücken wir jetzt wieder Flamethrower. Punkt. Drücken wieder Flamethrower. Ja. Hyperboys kommen, Hyperboys macht mehr Schaden. Und wir drücken jetzt wieder Flamethrower. Können wir jetzt in Pixie? Ich würde jetzt hier einen Flamethrower drücken und irgendwas. Hä? Wieso nicht Flamethrower? Also, die kenne ich. Aber ich habe nur Angst wegen dem Crit, das 6-0 zu riskieren. Okay, dann könnten wir jetzt hier in Pixie gehen. Was? Dann könnten wir halt. Irgendwas halt nichts mehr in dem Kampf, verstehst du? Ja, wir können jetzt halt hier in Pixie gehen. Komm. Dann können wir danach irgendwas hochwischen. Oder, ja. Ich weiß nicht. Oder wir wischen halt jetzt wieder Rhydon hoch für den Sash, ne? Weißt du was? Ich glaube, wir bleiben jetzt hier einfach. Nee. Ich glaube, Pixie ist sogar der Player, dann können wir Rhydon vielleicht die wieder hochwischen. Wenn sie drin bleiben. Ja, aber ich glaube, das können wir. Nee, aber guck mal, wegen dem Set, ne? Clef nimmt halt jetzt nichts. So, Thunderbolt macht 24%. Und wir killen sie mit auf der Range mit nach den. Wenn sie jetzt nochmal Shadow Ball drücken, killen wir sie nach dem. Nach dem Burn safe mit Moonblast so, oder sogar mit Ice Beam. Ja, aber der Burn macht wie viel Prozent? 6. Wir killen sie mit Ice Beam dann. Wenn sie auf dem. Wenn sie das sind, was ich vermute, so ungefähr. Ja, ich will ihnen halt nicht diesen Switch auf Stalos geben. Warum? Sie kriegen. Sie können jetzt auch auf World Switch gehen. Nee, ja, können sie, aber. Weil sie mal, wenn, noch aufheben müssen. Sie gehen dann auf Steelix. Ja. Auf Metank. Warte mal kurz. Wir könnten jetzt auch ganz boysy auf Metank gehen. Warte. Also, darf ich dir noch was sagen? Du weißt warum. Du weißt warum. Ja, aber, wenn wir jetzt auf Flamethrower gehen, ja, die killen uns ja nicht. Das ist bewiesen, ja? Ja. Das würde ich sogar eingehen. Crit ist 4%, come on. Dann killen wir sie mit dem Flamethrower, ja? Und dann müssen sie in Steelix oder in Weezing gehen. Dann können wir entweder Volt switchen, decken Damage drauf bekommen, in Raiden gehen, wenn Weezing drin ist, weil das auf die Attack gehen muss. Nee, ich weiß, wie es ausgehen wird. Wir drücken jetzt hier Flamethrower.
wir kriegen. Ja. Keine Crit, sehr gut. So, wir drücken jetzt in jedem Fall. Wir drücken jetzt. Warte kurz. Wenn Weezing reinkommt, drücken wir in jedem Fall. Boat Switch. Boat Switch. Ja. Weil, wenn Stalos reinkommt. Ja, gegen Stalos drücken wir dann halt. Yes? Haben sie? Oh mein Gott, haben sie nicht. Wir drücken jetzt in jedem Fall gegen Weezing, ne? Ja, drücken wir jetzt in jedem Fall Boat Switch. Weezing Full Speed Scarf ist nicht schnell, oder? Eigentlich kriegen wir hier einen Free World Switch raus, ja. Ja. Ich meine, sie danach nach Stalos gehen, ist halt so, aber dann wären sie doch direkt da reingegangen, wenn sie die jetzt machen. Ja, oder? Ja, true. Wir drehen jetzt hier einen World Switch. Ja, und dann fressen sie halt nochmal Flamethrower-Chip auf Weezing. Und dass sie nicht drin geblieben sind, zeigt mir halt, die haben keine Anti-Feuerbeere. Sicher, dass wir dann gegen Stalos Flamethrower drücken, weil wir würden mit Flamethrower, glaube ich, nicht safe gehen. Wir müssen dann auf Overheat gehen und das würde halt Weezing auch viel. Sie bleiben drin. Okay, sie bleiben drin. Die machen 41, sie sind speziell defensives. Wirklich? Ja, müssten sie. Warte, ich gucke nochmal selber nach. Weil ich hab noch 41 passt bei. Was ist nochmal? Müssten sie dann. Die sind speziell, ne? Heißt, sie spielen Calm. 41 passt in der Max Roll, wenn sie komplett full Spätzle sind. Sie haben nicht mal den Black Sludge drauf. Was ist das? Ne, warte, die Turn ist noch nicht vorbei. Die tun jetzt irgendwas. Ja, die haben. Können die hier Free Flamethrowern? Ich bin ehrlich, ne? Ja, ich sag, wir gehen in Mizzet und gewinnen das Ding. Ich wollte gerade selber sagen, kannst du mal gucken, was Rhydon so, was das Ding haben könnte, um unser Rhydon anzugreifen? Nur, wenn sie jetzt Ballsy sind und predicten mit Will-O-Wisp, aber ich glaube nicht, dass sie predicten, weil sie haben mit ihrem Predict Dann gehen Rhydon. Und. Weil Raiden killt dieses Set. Raiden müsste das Ding einfach auf der Range killt es nicht. Ja, aber wenn sie uns. Ich sag halt, können wir den Miltank? Und die einfach ausdauern, weil die Full Speed Def sind. Warte kurz, Miltank. Ja, weil Weezing gewinnt doch auch nicht mit Pain Split. Ja, aber oder? Das. Doch, nach einer Zeit kann das mit Pain Split gewinnen, weil wir. Wenn wir obwohl. Doch, nach einer Zeit kann es mit Painsplit gewinnen, doch. Dann gehen wir jetzt in Mizzet, weil das ist das Safe. Oder wir gehen halt, nee, in Skarm gehen, wäre kein Sinn. Nein. Zorak auch nicht, wir gehen jetzt in Mizzet. Ja. Psybeam. Psybeam, Tom. Was haben sie gerade predicted? Es ist Black Sludge, okay, doch. Wir drücken zweimal Stone Edge, oder? Wir drücken erstmal einmal Stone Edge hier. Ja. Wir können die Safe spielen. Stalos ist Full Speed Def, richtig? Ja. Oh, use Hold on Usage. Raiden. Der droppt dann nach dem Stone Edge, droppt der auch. Wer hat unseren vierten Kill gemacht? Minek. Hat Minek den Kill gemacht? Auf Blitzer. Mit Flamethrower. Ja, mal übrigens, ja. Ich schreib's nochmal rein. Hat der Burn gemattert, ja. Aber ich glaube, wir hätten auch Overheat gedrückt. Und dann wären wir auch mit. Ja, der Ding, das war wirklich lucky von uns, dass wir den Burn bekommen haben. Ja, ich glaube, so könnte es. Okay. Sludge-Wurm. Okay. Das ist, glaube ich, gerade diese Sache. Oh mein Gott, wieso drücken wir nicht Earthquake? Die haben Neutralizing Gas. Oh, stimmt. ja. Können wir einfach Earthquake drücken? Ja, bitte. Wir waren gerade komplett dumm. Ja. Und ich glaube. Int, lol. Ich glaube, dann ist das. Es ist wahrscheinlich ein 6-0. Alter, Digga, was ist los? Ich hab halt. Die Liga, vor allem, guck dir mal bitte unsere Differenz gerade an. Wenn, also, das Spiel können sie nicht mehr gewinnen. Nie und nimmer. Wir haben immer noch mit Nectric und das One-Hitted up der Range beide. Weil sie haben keine Ockerberries, sonst wären sie vorhin mit Stalos drin geblieben. Oh mein Gott, okay, das wäre ihre einzige Chance gewesen, gerade noch zu gewinnen. Sie leben. Okay, Stalos ist lang. Wir sind auf Fullspeed Stalos gespeedcreept. Oh mein Gott. Ich bin mehr mit der Earthquake. Ja, wir haben gewonnen mit Earthquake. 5 Kills von dem Ding. Ja, oh mein Gott, es tut mir gerade echt leid. Ich skip mal to the end. Oh mein Gott, die armen Menschen. Ich hatte so Angst vor diesem Weezing. GG. Ja.
öffnen. 6-0, 6-0, 6-0! 6-0, oh mein Gott. Rizeros 5, Megabyte Tensor also, 1. Eigentlich war der Plan, uns zu setupen, aber ohne Setup hat es auch funktioniert. Aber ich sag halt, dieser Diggersby Predict hat sie sowas von getötet. Ich würde sagen, wir gucken uns die Tabelle an, ne? Ja. Aber warte, lass erst nochmal das Match durchgehen. Was gibt's da durchzugehen? Wir haben mit. Das Rhydon hat sie komplett hops genommen. Punkt. Ja. Das Rhydon hat sie von vorne bis hinten. Der Speed of Rhydon, den wir hatten, hat sie von vorne bis hinten unten hochgenommen. Das hat sie von vorne bis hinten hochgenommen. Und damit sind wir auf fucking einer 16er Differenz. Ja. Und wir haben einen Sieg. Wir haben einen Sieg. Wir schneiden uns weiter von den unten ab. Wir sind auf 6 Wins. Wir sind auf 6 Wins. 6. Das heißt, wenn einfach, wir kommen an die oberen Teams ran. Sobald, wenn die nicht 6-0 spielen, haben wir eine Differenz gut gemacht gegen Pion Dragic und gegen Hexofeed. Das stimmt. Okay, jetzt nochmal irgendwas. Du wolltest nochmal auf die Tabelle eingehen? Also, Wortys ist halt so das Problem. Sie waren halt gerade wieder auf einem guten Trip. Und dann kommt so ein Spieltag und sie wollen halt aus diesen Playoffs raus. Also, sie wollen halt in die Playoffs und dann ist es halt so ein Spiel, wo ich mich frage: So, ja, okay, es lief halt für die alles nicht nach Plan. Es ist halt so unlucky. Ihre Predictions lagen immer falsch. Wir hatten auch ein bisschen Luck mit dem Flamethrower Burn. Ja, das muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ob das so krass gemattert hat, weil. Wir hätten halt dann noch auf Pixie gehen können. Wir hätten halt auch ab einem bestimmten Zeitpunkt zuletzt Overheat drücken können. Ich glaube, es hat nicht gemattert, weil ein Overheat dann ohne den Burn Damage gekillt hätte. Und du weißt ja, dass. Wir sind ja nach dem Kill auf Jolteon direkt rausgeswitcht. Ja. Oder das wäre ja komplett egal gewesen. Ja, und Jolteon hätte Miltank nicht gebrochen. Weil das ja dieses komische Defensive-Set war. Das heißt, Miltank hätte alles an dem Punkt gewallt. Vor allem, es sieht so aus, als hätten die keinen Painspeed dabei. Was halt jetzt diesen Spieltag passieren kann. So, wir könnten halt jetzt, wenn Hexofeed und Pion Dragic verlieren, können wir halt einfach Erster sein. Ne, ist es halt klar. Ja. Wir können uns absetzen. Für insgesamt ein paar Teams sieht es schwer aus. Ja, hast du Replay? Was ist? Replay speichere ich gleich ab. Alles gut. Wunderbar. Wir müssen jetzt gleich einen Aftermath, deswegen sage ich jetzt nur. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Spieltag 10 geht es gegen die Vaping Emperors. Ein interessanter Spieltag, vertraut mir. Es wird sehr interessant. Ja. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ja. Ciao. Tschüss.